Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ich sehe einen fast vollen Hörsaal und das freut mich natürlich. Ich war jetzt lange Zeit nicht in Graz. Ich war vor einiger Zeit in Chemnitz und in Augsburg. Und ich fange mal ganz vorne an. Das ist nicht das Richtige. Also, doch. Das Thema ist heute Rsync, SSH, Lux und in der Zusammenarbeit. Ich glaube, jeder von uns kennt alle drei Größen und hat schon mal was damit gemacht. Wenn man dazwischen noch R-Snapshot schiebt, wird es noch besser. Das heißt, wenn man das zusammenbindet, entsteht plötzlich eine neue Qualität. Und ich will darüber berichten, wie man das zusammenbinden kann, wenn man ganz komische Situationen hat. Das PDF gibt es irgendwann hier auf der Webseite. Da ist der Link zu meiner Homepage drin und da steht eigentlich der Rest. So ein bisschen, was ich mache, meine ganzen Linux-Tage. Hier unten sieht man, wo ich überall war. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich selbst bin Jahrgang 49. Ich habe in Halle studiert. Damals gab es noch die letzte deutsche Diktatur. Und das war nicht ganz einfach. Ich war dann 1988. Wer sich datumsmäßig ein bisschen auskennt, weiß, was das bedeutet. Am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Habe dort Computer kennengelernt, die PCs kamen gerade auf, ich habe Bildverarbeitung gemacht. Anschließend war ich bei einem Microsoft-Partner, habe mit .NET gearbeitet, habe Webanwendungen erstellt und war auch sehr oft in Wien und Eisenstadt und in Linz. Dann gab es hier Konflikte, weil ich zwischendurch Vorträge gehalten habe und meine Kunden waren hier mit im Saal und das gibt natürlich dann Spannungen. Nicht von den Kunden, von ganz anderen Leuten. Und dann habe ich von 2011 bis 2014 Software für CCD-Kameras, für Industriekameras entwickelt. Und das war eine sehr spannende Geschichte. Interessant war, ich war vorher Kunde bei der Firma. Ich habe selbst die Kameras gekauft. Die kannten mich und die haben mich eingestellt 2011 wegen meinem Linux-Hintergrund. Und ich sage immer, wenn man Linux-Kenntnisse hat, ist das für Stellensuche, egal in welchem Alter, immer von Vorteil. Es reicht also nicht Excel-Sheets zu programmieren, sondern man muss ein bisschen mehr wissen. Und jetzt bin ich Rentner in Görlitz. Weiß jemand, wo Görlitz ist? Okay, gut. Also wenn man Dresden kennt, 100 Kilometer hinter Dresden kommt nochmal Deutschland und dann kommt erst die Grenze. Und da liegt Görlitz. Ich zeige nachher was dazu und warum dieser Vortrag. Ich habe eine Menge verlorene Daten erlebt, das heißt, die Daten waren wirklich weg. In allen Fällen, die ich erlebt habe, waren es eigentlich, ich sage es mal ganz salopp, Dummheit der verantwortlichen Leute. Also einmal wurde das Directory, wo die Daten, wo das Backup lag, nicht richtig kommuniziert. Der eine sagte, unter Software liegen die CDs, die haben wir im Schrank und hat das mal alles gelöscht. Und der Admin sagte, okay, das ist unser Repository und okay, solche Kommunikationsprobleme gibt es. Über Backup muss man reden und deswegen ist der Vortrag entstanden. Und dann verwendet man ungeeignete Mittel. RAID-Systeme sind super, sie sind sehr teuer. Also irgendjemand verdient daran, aber es fallen dann nicht die Platten aus, sondern es fällt der Controller aus und das ganze Ding steht. Und wenn das noch so ein handelsübliches Billigstraid aus dem Supermarkt ist, dann zieht der Windows-Admin seine Platte raus, steckt die in den Windows-Rechner und alle Daten sind weg. Okay. Dann holt man eine Knoppix-CD, liest das wieder, aber das sind dann die Geheimnisse, die man in solchen Firmen nicht so richtig entdeckt. Deswegen RAID und NAS ist nicht unbedingt eine Backup-Lösung. Ich sage nachher noch was dazu. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Es gibt zurzeit einen Trojaner, der gnadenlos Daten verschlüsselt und Lösegeld verlangt. Das gibt es zurzeit unter Windows. Und das Eigenartige ist, der Trojaner nutzt nicht unbedingt Schwachstellen aus, er benutzt uns selbst als Schwachstelle. Und das funktioniert natürlich auf jedem System. Es ist damit zu rechnen, dass die unter Linux irgendwann kommen. Hallo, ich bin die nette Mail oder die unbezahlte Rechnung, bitte öffne mich und ansonsten kriegst du irgendwas aufs Dach. Es ist die fehlende Isolation, die hier zu Schaden führt. Es gibt dramatische Fälle, wo ganze Krankenhäuser standen, ganze Gemeindebehörden stehen und das geht schon alles aus den Medien. Es fehlt die Historie, die also noch das nicht verschlüsselte Backup enthält. Das heißt, also hier sind eine Reihe Fehler seitens der IT-Administration gemacht worden und darauf gehe ich ein bisschen ein. Und dann die Diskussion der Möglichkeiten. Linux ist sehr groß, ich kann sehr viel machen und muss das ein bisschen diskutieren und einschränken.
Das ist mein Stammtisch in Ottobrunn, den gibt es seit 2004 und hier habe ich sozusagen immer die Rückendeckung für das, was ich hier fachlich mache. Ich selbst komme nicht aus der Linux-Ecke, ich sagte ja schon, ich bin Physiker. Das ist Görlitz, wer es noch nicht kennt. Wir haben einen Biergarten auf dem Kraftwerk, nicht im Kraftwerk. Da ist ein Glasfußboden drin, also man kann durchgucken. Das ist natürlich die Grenze, hier ist Polen. Das ist die Altstadtbrücke, hier stehe ich in Polen. Das ist unser Dom. Dann gibt es natürlich in der Innenstadt Kamele. Welche Stadt hat in der Innenstadt Kamele? Görlitz. Und das war zum Dreikönigsumzug. Da ging der Umzug von Polen direkt in die Görlitzer Altstadt. Und die Kamele waren echt. Das waren die deutschen Kamele, nicht die polnischen. Das ist unser Stammtisch in Görlitz. Und an diesem Abend waren wir einfach in Polen. Und das ist das Schöne an dieser Stadt. Es ist völlig selbstverständlich, dass man in beiden Stadtteilen lebt. Diese Trennung Deutschland und Polen habe ich dort nicht empfunden. Die Städte gehören zusammen, es werden große Sachen gemeinsam gemacht. Auch bei diesem Umzug waren beide Bürgermeister mit dabei. So sieht es natürlich aus, das ist ein Hauseingang. Und das ist ein Bahnhof und das ist der einzige Jugendstilbahnhof. Und in Görlitz ist der Bahnhof so, dass die Görlitzerinnen mögen, weil man dort ankommen kann und kann in die Stadt gehen. Es gibt Städte in Deutschland, da ist der Bahnhof die Stelle, die alle lieben, weil man nämlich dort die Stadt verlassen kann. Also das ist ein bisschen... Okay? Was? Okay, jetzt geht es darum, Backup-Umgebungen. Was ich mache, das ist ein bisschen hier zu sehen. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die von Linux nichts verstehen. Jeden Alters, das geht bis 85. Das ist meine Schule in Kroatien, das zeige ich jetzt nicht im Vortrag. Aber es geht um Leute, die eigentlich andere Probleme haben. Die haben die Schule, die müssen ihr Abitur machen. Dann die älteren Leute, die haben was zu tun, die haben Enkel. Das heißt also, wenn ich denen irgendwas vom Terminal erzähle, schmeißen die mich raus. Es geht einfach nicht. Es gibt eine Linux-Distribution, die hat genau das, sich das auf die Fahnen geschrieben. Be friendly for everybody. Das ist Ubuntu. Und was macht die Linux-Gemeinde? Als Ubuntu rauskam, haben alle drüber gemeckert, ja, das ist ja kein Linux mehr und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen schwierig. Ich habe damals in Augsburg angefangen, auf den Linux-Tagen. Ich war auf dem ersten Linux-Tag dort und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Es gibt kein Thema, was ich mir anhören kann. Ich verstehe nichts. Dann habe ich die Linux-Taglisten den Leuten gezeigt, die ich betreue, genau das Gleiche. Würdest du mit hingehen? Nein, was soll ich da? Das heißt, Linux-Tage adressieren eine bestimmte enge Gruppe von Leuten, Administratoren und Leute, die mit Linux fit sind. Und ich sage immer salopp, Linux-Tage sind für Linuxer, die sich gegenseitig erzählen, wie toll Linux ist. Das heißt also, die Außenwirkung der Linux-Tage ist praktisch null. Wenn ich mit solchen Leuten arbeite, muss ich natürlich das ganze Backend übernehmen. Die machen das nicht. Wenn ich denen 10-mal erkläre, wie ein Backup gemacht wird, es funktioniert nicht. Entweder ist der Zettel, wo es aufgeschrieben wird, weg, das Kabel ist weg oder die externe Platte liegt in irgendeiner Schublade. Das heißt, das muss man automatisieren und das muss gemanagt werden. Das muss ich machen. Wer also andere Leute betreut, muss dieses Management übernehmen und dann auch stückchenweise übergeben. Irgendwann ist man es los oder auch nicht. Und da das viel Arbeit ist, muss man es automatisieren. Sonst hat man keine Chance, sonst ufert das aus. Denn die Erfahrung ist mit Leuten, die nichts von Linux verstehen, sehr, sehr positiv. Das heißt, wenn ich ein Ubuntu installiere und rufe ein halbes Jahr später an, da hast du Probleme, da werden die richtig böse und sagen, nein, ich habe keine Probleme, es geht alles. Und das ist auch tatsächlich so. Die kaufen eine Kamera, die kaufen einen Drucker, anstecken geht. Und wenn es nicht geht, rufen sie mich an, klar. Dann gibt es ein Problem zu Hause, der PC ist hinter einem Router. Ich komme nicht in die Wohnungen rein. Wenn ich frage, ja, wo ist der Router? Nein, einen Router habe ich nicht. Nie gesehen. Und was ist das Kästchen da hinten? Ach, das hat der mal vor 3 Jahren dahingestellt. Was ist denn das? Da liegt Staub drauf. Okay, das ist die Situation. Die Datenmengen bei Privat-PCs sind nicht hoch. Es sind 20, 30 Gigabyte, ein paar Videos und so weiter. Das ist nicht weiter schlimm. Und Datenschutz beachten. Das heißt, ich muss genau sagen, die Daten sind dann bei mir. Das heißt, ich sehe, was du machst. Dieses Vertrauen muss da sein. Man kann das analog übertragen auf kleine Firmen. In kleinen Firmen schaut es ein bisschen anders aus. Da werden die Daten nicht zu mir kopiert, sondern die bleiben lokal. Aber das Prinzip ist dasselbe. Das heißt, da steht irgendwo ein Bürorechner rum, von dem ich das Backup machen will. Und der Besitzer der Kleinstfirma, sage ich jetzt, weiß normalerweise nicht, was eine IP-Adresse ist.
Der steckt das Ding einfach ein, sein PC hat Internet, es geht, aber schon Backup ist schwierig. Ich habe Firmen gesehen, da hatte der wirklich so einen Stapel externe Platten, jede Woche dran gestöpselt und da so mit Hand drauf geschrieben, jetzt ist das da drauf, das ist da drauf. Das saß über den Tag, um ein Backup zu machen. Jetzt hat er einen Linux-Server stehen und der nächste Schritt ist, wir müssen das einfach auflösen. Es muss komplett automatisch gehen. Das ist einfach seine Arbeitszeit, die er gewinnt. Administration natürlich mit SSH, das mache ich dann. Und bei privaten Firmen ist es ganz wichtig, aus Brandschutzgründen sollte eine Kopie außerhalb des normalen Büros gelagert werden. Denn wenn es brennt, riskiert man die Existenz der Firma. Und wo lagere ich die Platten? Beim Nachbarn, der steckt die an seinen Rechner und guckt rein. Deswegen Lux. Also die Endstation von einem Backup sollte immer Lux sein. Das heißt, das landet irgendwo. Ja, hier drauf und fertig. Also wie kann ich jetzt mühelos hier rumgehen und kann niemand lesen. Und Lux hat noch einige andere Vorteile. Ich kann die Platte entsorgen, ich kann sie austauschen und kann sie auf den Wertstoffhof bringen. Es kommt mir niemand an diese Daten ran. Größere Firmen gehe ich nicht drauf ein. Die haben eine eigene IT und die machen es eh besser, als ich denke. Und bei großen Firmen habe ich auch diese Probleme nicht gesehen. Also gerade in der Kamerafirma, wo ich war, die hatten mit der IT keine Probleme. Und deswegen ist das nicht hier an diesem Vortrag drin. Das ist nochmal die Hilfe für Linux-Umsteiger. Das ist zum Beispiel Christoph in Neuried. Jetzt gestern war ich bei einem wunderschönen Workshop, der mir einige Hintergründe über die Philosophie von Linux und VI nahegebracht hat. Was ich irgendwo geahnt habe, aber das löst sich dann auf, ist eine wunderschöne Welt. Wenn ich ihm Christoph das erzähle, ja, er hört sich das sehr geduldig an und dann hat sich das auch. Das gleiche mit Lore in Parsing. Christoph hat jetzt seit 4 Jahren ein Ubuntu, Lore hat seit Ubuntu Dapperdreck seit 2006, sie hat es also jetzt 10 Jahre. Und Ubuntu ist schon, Lore ist schon über 80. Und sie gibt es auch nie wieder her. Hier sieht man sie von ihrem neuesten Ubuntu stehen sitzen, hier auch. Und das ist in Kroatien in der Schule. Das ist Melania, die das Ganze gemanagt hat. Das ist die Germanistiklehrerin an der Schule. Sie versteht von PCs auch nicht die Stelle, wo man ihn einschaltet. Das reicht. Sie kann Texte schreiben, sie kann E-Mails schreiben und mehr geht nicht. Das heißt, den PC von ihr muss ich komplett betreuen. Und das ist die Lehrerin, die mich auch sehr unterstützt. Das ist die Informatiklehrerin, die das Ganze sehr wohlwollend begleitet. Und wir haben das dann genannt, wir halten das Internet in Kroatien zusammen. Und das ist die typische Situation zu Hause. Man hat DSL oder irgendein Internet, aber keinen Router. Den hat man natürlich, aber wo ist er? Ich kann auch auf dem Router kein Port Forwarding einrichten. Irgendwann klappt das mal, aber es gibt viele Familien, die haben einen Hausguru, der sich mit Windows auskennt. Und der macht irgendwann mal den Router platt und da sind meine Forwards weg. Und die werden dann sehr böse, wenn ich das Passwort will. Und es gibt ganz, ganz komische Situationen zu Hause. Und man tritt Leuten sehr schnell auf die Füße, wenn man dort mit Linux kommt. Das heißt, den Router außen vor lassen. Und natürlich kennen die keine Passwörter, hat der Nachbar, der längst nicht mehr lebt oder an der Uni ist oder sonst wo. Riesenproblem. Und die Datenmengen sind, wie gesagt, nicht groß. Was machen wir nun? Das sind die Voraussetzungen für die folgenden Abschnitte. Ich glaube, das kennt jeder hier. Man muss ein bisschen wissen, wo findet man Hilfe. Man muss ein bisschen mit dem Terminal sich auskennen und ich muss wissen, wie das Internet tickt. Also was ist eine IP-Adresse, was ist eine lokale Adresse, was ist eine Adresse, die geroutet wird und was da im ETC-Service steht, sollte man wissen und so weiter. Gut. Wenn ich mit Backup anfange, muss ich was überlegen. Das heißt, ich muss mir überlegen, warum überhaupt. Was will ich erreichen? Ja, okay, gut. Es geht noch 10 Minuten am Schluss dann Diskussion. Okay, gut. Ich muss eine Menge überlegen. Ich muss überlegen, welche Hardware ich brauche. Es muss einfach, komplex, teuer, preiswert, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Copy, inkriminelle, brauche ich eine Historie? Ja, natürlich. Und die Sicherheit. Also welche Zugriffsrechte hat jemand auf das Backup? Das muss ich überlegen und irgendwie mit den Leuten, bei denen ich das mache, fixieren. Warum brauche ich ein Backup? Hardware-Defekte, Datenverluste, Brand und Archivierungszwecke. Es gibt Berufe, da ist eine Archivierungspflicht, also brauche ich ein Backup. Dann muss ich ein bisschen was über das Filesystem wissen. Ich muss natürlich wissen, was kommt in das Backup. Ich muss wissen, welche Dateigrößen sind das.
wenn ich die Daten auf der Platte verteile und ich mache jeden Directory Tree in mein Backup rein, explodiert mir die Platte. Es gibt Daten, die sind wichtig, es gibt Daten, die sind unwichtig. Und die muss man ein bisschen in ein Filesystem sortieren, dass man also sagt, das sind meine wichtigen Daten in dem Zweig und die anderen, die kommen eben gar nicht ins Backup. Und diese Sortierung von Daten, also Konsolidierung von Daten, ist ein ganz wichtiger Schritt, den man machen muss. Und dann muss ich natürlich die Mengen abschätzen. Dann, was muss ich machen, das Daten oder das System? Ich sage unter Linux nur die Daten. Ein Linux ist sehr schnell aufgesetzt. Es ist meistens schneller aufgesetzt, als ich die Backup-Daten von irgendwoher wieder kompliziert herhole. Und ein bisschen Konfiguration, das muss ich natürlich mit wegspeichern. Dann wie oft. Zu Hause reicht täglich bis wöchentlich. Stündlich ist was für Datenbankleute, aber das sind dann größere Firmen und das ist auch nicht mein Thema. Und ich muss die Granularität der Zeiten ein bisschen wissen, dass automatisch läuft. Muss ich wissen, läuft es nachts um 12, läuft es früh um 6, ist der Rechner an oder ist er nicht an. Historie, Granularität der Archivierung. Wochenlang, monatelang, jahrelang. Das muss ich ein bisschen aufschreiben, richtig schön aufschreiben, dass ich weiß, dass ich darüber reden kann. Bleibt das zu Hause oder geht das raus? Dann Kosten. Wie viel Arbeit stecke ich rein? Also was kostet es, wenn die Daten weg sind? Nur ein bisschen Urlaubsbilder, die sind meistens auch wichtig, aber bei Firmen kann da die Firma dran hängen. Und dann die Wiederherstellung, ich muss einen Weg haben und muss das auch getestet haben, wie komme ich wieder zu einem lauffähigen System, wenn alles kaputt ist. Und das muss ich natürlich machen. Die Leute, die ich betreue, haben diese Kenntnisse nicht. Dann muss ich ein bisschen Technik machen. Habe ich eine einfache HD, brauche ich NAS, Teilsysteme im Server und Zuverlässigkeit. Und Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Punkt. Ein normaler PC in Firmen oder zu Hause hat immer RAM-Probleme. Das heißt, man sollte Memtest mal ein paar Tage laufen lassen und sich dann wundern, dass es doch noch geht. Chips haben Probleme und Rsync hat mit kaputten Chips Probleme, weil die Prüfsummen für Rsync scheinbar stimmen, denn das ist im RAM verfälscht worden. Also Rsync schreibt das korrekt hin, weiß aber nicht mehr, sind die Daten echt. Ich kann das auch mit Rsync prüfen, aber dann ist das ein Geschwindigkeitsproblem. Das wird einfach dann sehr langsam. Das heißt, die Hardware, die ich benutze für das Backup, muss sehr zuverlässig sein. Ich habe einen kleinen Server-PC und das zeige ich nachher. Und jetzt will ich ein bisschen gehen von Copy-Paste, Rsync, Snapshot und ein bisschen weiter. Hier steht was von Staging Area. Was das ist, kommen wir später hin. Copy-Paste, das machen die meisten. Das sieht original, Backup. Gut, okay. Da steht irgendwas mit Backup, da ist Home. Und einfach kann jeder Copy-Paste. Und wenn ich Differenzen habe, schiebe ich ihm alles nochmal rüber. Irgendwann dauert das einfach zu lange, aber viele Leute denken, das geht gut. Warum ist das nicht gut? Merkt jemand, was hier los ist? Da ist das Backup und da ist mein Original. Ich arbeite hier weiter, weil das genauso aussieht. Nächste Woche mache ich mein Backup vom Original darüber und dann sind meine Änderungen alle weg. Passiert häufiger, als man denkt. Dann dieses Kommando. Das kennt jeder. Ein vergessenes Leerzeichen als Root reicht dazu, um die Platte zu ruinieren. Bitte nicht ausprobieren, nur wenn ihr ein richtiges Backup habt. Ich hoffe, ihr wisst alle, was da dahinter steckt. Okay. Rsync ist das bessere Copy. Rsync prüft viel mehr. Es ist inkrementell. Das heißt, es wiederholt nicht immer Kopien von Sachen, die schon längst da sind. Es geht über SSH. Ich kann es also remote machen. Und ich habe sehr, sehr viele Optionen. So viel, dass man 3 Tage braucht, um die alle zu lesen und auch zu verstehen. Bisschen Manpages lesen und gucken. Meine Optionen, die ich generell verwende, sind diese hier. Das unterscheidet sich von dem, was man sonst liest. Und jetzt bin ich noch gut zu verstehen. Geht. Okay. Und zwar ist das A heißt rekursiv, alle Privilegien, alles mitziehen. V heißt, erzähl mal ein bisschen, was man macht. Dieses große S ist wichtig. Linux arbeitet teilweise mit Sparse Files. Weiß jemand, was Sparse Files sind? Weiß jeder das? Wer hat mit virtuellen Maschinen zu tun? Die verwenden durchweg Sparse-Files. Also wenn ich mit DD eine Datei kopiere, kann ich Sparse-Files anlegen. Das normale CP-Kommando kann mit Sparse-Files umgehen. Rsync kann per Default nicht mit Sparse-Files umgehen und füllt die Löcher einfach mit Nullen auf. Das heißt, wenn ich eine sehr große Datei habe,
die auf der Platte gerade noch so Platz hat. Und es ist ein Sparse-File und ich kopiere die, dann sagt er irgendwie out of space oder sonst was. Das heißt, der Schalter ist wichtig, damit kann ich Sparse-File kopieren. Es gibt erweiterte Attribute, die kommen hier mit und das ist auch wichtig. Linux arbeitet mit Hardlinks und zwar ziemlich intensiv. Wenn ich den Schalter nicht setze, kann es sein, dass ich Doppelungen von Dateien bekomme. Mit dem H werden die Hardlinks richtig gemacht. Async hat ein bisschen was zu tun, um die auch zu finden, aber es klappt. Das heißt, alle Attribute, Rechte und so weiter. Filesysteme, es gibt verschiedenste Filesysteme. Mein Rat ist, nur auf Linux-Ebene bleiben, nicht irgendwo eine NTFS-Platte dranhängen. Linux kann NTFS lesen. Okay, mach mal das Backup dahin, dann kann ich das Backup unter Windows lesen. Finger weg. Bei unter Linux bleiben, Standard-Filesysteme nehmen und wenn man es unter Windows braucht, einen Server aufsetzen, dass man das dahin exportieren kann. Das ist wohl einfach. Dann Samba kann keine Sparse-Files. Ein Backup auf Samba kann sein, dass es nicht unbedingt wieder rekonstruierbar ist. Das heißt, im Original-Filesystem bleiben, im ext4 am besten. Es gibt noch das ZFS-Filesystem, das ist natürlich eine ganze Klasse oberhalb von ext4, aber es ist bis heute nicht in den Standard-Repositories drin. Man muss es sich selbst kompilieren. Wer viel weiß und eine gute IT hat, soll das verwenden. Ich verwende es nicht, einfach es ist mir zu viel Arbeit, das zu pflegen und mich auch dort noch wieder einzulesen. Async Remote, es ist genau das gleiche wie das normale Async. Der Unterschied ist, ich habe hier sowas wie eine E-Mail-Adresse und das ist eine SSH-Verbindung. Async erkennt automatisch, dass hier SSH gemeint ist, benutzt den Port 22 und schiebt das Ganze durch. Und ich kann hier natürlich noch einen Port angeben und beliebige Ports verwenden. Dann mit der Option minus E und 2 Hochkommata kann ich beliebige SSH-Optionen noch mitgeben und auch beliebige andere Protokolle verwenden. Also Async ist da hochflexibel und es sind sehr schöne Gesichter. Und das ist der wichtige Punkt gegen das RF-F. Das RM-R. Wenn der Client Zugriff auf meine Backup-Daten hat, kann jeder, der den Client benutzt, mein Backup löschen. Wenn ich einen Server habe und der holt sich darüber die Daten, ist das aus der Sichtweite des Clients raus. Also das Backup auf den Kopf stellen, einen Server hinstellen, der das Backup macht und der Client hat davon keine Ahnung. Es darf also keinen legalen Weg geben vom Client zum Backup. Das heißt, der Client hat keine Möglichkeit, das zu manipulieren. Und damit ist das auf dem Client sicher. Auf dem Server natürlich nicht, aber den Server muss ich entsprechend absichern. Und der Server wird über SSH und Async gemacht. Und SSH bitte nur über Schlüssel machen, weil es automatisch gehen soll. Und der Client hat, wie gesagt, keinen Zugriff. Der Server hat Zugriff auf den Client. Dann der Server hat unter Umständen Root-Zugriff. Das heißt, der Server hängt irgendwo im Netz, nach draußen oder nur im lokalen Netz, das muss ich selbst entscheiden. Das heißt, den muss ich ein bisschen absichern, besser als im ganz normalen PC. Wenn da mir jemand reingeht, habe ich ein Problem. Und Headless. Das heißt, der Server läuft irgendwo still vor sich hin und der einzige Zugang, den ich habe, ist SSH. Async hat einige Probleme. Es gibt eine ganz komische Path-Syntax. Wenn ich das so schreibe, source target, wird das Directory source in target angelegt. Setze ich hier ein Slash, wird es nicht angelegt. Und damit muss man ein bisschen experimentieren und gucken, dass Async das macht. Auch hier aufpassen, dass hier kein Space reinrutscht. Und es gibt die Option minus N. Das heißt, Async zeigt mir an, was es machen würde. Es macht aber nichts. Und mit der Option minus N lasse ich das einfach durchlaufen und gucke mir mal an, was passiert. Werden die Directories richtig angelegt? Das wird mir alles vorgeblättert. Ich sehe, wo das landet. Das heißt, das ist der Test, den ich brauche. Wenn alles läuft, minus N wegnehmen und gut. Dann Async überschreibt Files und das ist ja gewollt. Es soll ein automatisches Backup sein. Das heißt, wenn ich da oben was falsch mache, kann sein, dass ganz andere Dateien wechseln, wenn ich da nicht aufpasse. Deswegen minus N. Das Überschreiben kann ich abschalten, aber das ist nicht sinnvoll. Wenn ich mitten im Backup irgendwo ein OK geben muss, dann war es das mit der Automatik. Das heißt, Async testen. Dreimal hinschauen, was passiert wirklich. Es läuft irgendwann automatisch und wenn es falsch ist, habe ich ein Problem. Gucken, kommt es nach 3 Tagen tatsächlich dort an, wo ich es haben will. Dann gibt es in Async aus Geschwindigkeitsgründen mehrere Prüfungen.
der Default ist, es wird noch Größe und Datum der Datei geguckt. Ist das gleich, macht Async gar nichts mit der Datei. Das heißt, auch wenn der Inhalt sich geändert hat, kopiert Async nicht. Aus dem einfachen Grund, weil Linux das Datum ändert, wenn die Datei geändert wird. Async verlässt sich darauf. Aber es gibt manchmal Programme, die verändern beim Kopieren das Datum. Manche Programme setzen das auch locker mal auf 1970. Also es gibt alle möglichen Überraschungen, gerade in Filesystemen unterschiedlichster Art. Das heißt, hier ein bisschen aufpassen, dass tatsächlich die Änderungen mitkommen. Dass also kein Fremder dort an dem Datum dreht, sondern nur das System selbst. Ich kann das mit dem Inhalt erzwingen, das heißt, dann prüft Async mit Prüfsummen nach, haben sich die Inhalte geändert. Aber das kostet natürlich Rechenzeit. Und dann kann eine Terabyte-Datei schon mal ein paar Stunden laufen. Ist die Frage, tut man sich das an? Das ist diese Option minus Checksum. Dann bei RAM-Fehlern, hatte ich schon gesagt, habe ich keine Kontrolle der Integrität. Also der Rechner sollte natürlich okay sein. Wenn ich Zweifel an der Integrität habe, mache ich das selbst, und zwar mit MD5, Sum, Diff und anderen Werkzeugen. Ich habe in Linux alle Werkzeuge drin, um Bitänderungen an Dateien festzustellen, auch remote und alles mögliche tun. Und man sollte bei den ersten Tests ruhig das ein paar Mal laufen lassen, um zu sehen, stimmt das wirklich, was da im Backup ist. Backup-Software. Ja, eine Schicht mehr. Ich habe wenig Kontrolle. Ich habe einen Hersteller. Ja, gibt es den morgen noch? Und dann Datenformat, Historie, Preis. Irgendwo habe ich immer Probleme. Manche sind gut, manche sind schlecht. Wer ein gutes Backup-Programm hat, kann es verwenden. Ich rate einfach davon ab, wegen diesen Abhängigkeiten, die reinkommen. Wir haben Linux, wir brauchen das nicht. Alle Werkzeuge, die wir haben, sind in Linux enthalten. Ein NAS hat die gleichen Probleme wie eine HD. Das heißt, ein Kommando auf dem Client kann das gemountete NAS betreffen und dann sind die Daten genauso weg. Ein NAS-System hat normalerweise ein komisches Async drauf. Da läuft zwar ein Linux, aber ich sage immer, es ist eigentlich kein Linux drauf, das ist nämlich kastriert. Was da genau läuft, weiß der Hersteller. Und Async auf dem NAS, manchmal geht es gut, manchmal nicht. SSH geht auch nicht immer so, wie man will. Das heißt also, ein NAS ist nicht die richtige Lösung. Als Filesurfer okay, als Backup-Surfer rate ich von einem NAS ab. Das ist meine Lösung, die ich mache. Ich kaufe mir einfach einen kleinen Surfer, hier ist er. Der hat 130 Euro gekostet, hat eine Platte gekriegt, ein bisschen Speicher. Und hier hängen jetzt 2 Terabyte externe Platten dran über USB 3. Das reicht locker aus, um ein größeres Backup zu managen. Das heißt, das Backup geht auf eine. Lieber Herr, mache ich mit Async eine Kopie, mit Diff nochmal einen Vergleich, wenn ich es brauche. Das heißt, diese beiden Platten sind identisch. Geht mir eine kaputt, tausche ich es aus, okay. Dann kopiert er eben dann beim nächsten Backup die Daten rüber. Ich muss natürlich vorher einen Root-Folder anlegen, die Rechte setzen und dann läuft das. Platten sind heute so billig, dass ich die locker austauschen kann. Und wenn ich sie in den Papierkorb schmeiße, auf den Wertstoffhof entsorge, ist es wichtig, die sind verschlüsselt. Also hier sind die wirklich verschlüsselt. Okay, Stromverbrauch ist niedrig, USB habe ich dran. Das Ding hat sogar einen SATA-Anschluss. Und das kann man auch über eine virtuelle Maschine machen. SSH hatte ich in anderen Vorträgen schon gezeigt. Ich erzähle nicht dazu. Entscheidend ist, dass man Schlüssel erzeugt und in der SSH-D-Config das Passwort-Plugin abschaltet, dass da keiner das SSH missbrauchen kann. Ich mache das grundsätzlich und wenn man will, kann man auch noch einen anderen Druck nehmen und dann ist das System eigentlich gegen Angriffe von außen ziemlich zu. Dann muss ich den Remote-Router freischalten. Ich will ja ein Backup von einem Server machen, der hinter einem Router liegt. Und da hat SSH einen wunderschönen Schalter und der heißt -R. Kennt den jemand? Ja? Benutzt den jemand? Ja? Okay, genau, es sind 2. Das Ding ist eine Entdeckung. Das macht nämlich was. So sieht das aus. Der Rechner meldet sich beim Start bei mir an. Und zwar mit SSH-R. Das ist das Kommando, was ich auf dem Client ausführe. Hier ist das -R drin. Mit Auto-SSH. Das heißt, wenn mein Server rebootet wird, bleibt diese Verbindung bestehen. Dank Auto-SSH kommt die irgendwann wieder. Okay? Dann, ich muss ein Port angeben, gehe auf dem Server auf 22 und das Ganze dann rückwärts, das ist mein Async-Kommando. Ich gebe bei SSH diesen Port an, den ich hier mit -R angegeben habe und damit komme ich zurück auf den Client. Und es ist mir egal, wo der steht. Und das geht sogar so weit, dass ich jetzt in Kroatien gesehen habe, ach, du hast einen neuen Provider. Statt Optimas
Kroatien hast du jetzt die Deutsche Telekom. Okay, ist ja nett, ich habe es nicht gemerkt. Das läuft komplett durch, das lief weiter und gut. Das heißt, das geht sogar für Notebooks. Ich stecke die irgendwo ins Internet und dann startet das Backup. Und das muss ich ein bisschen managen. Das heißt, beide Rechner, der Client und der Server, können jederzeit geroutet werden. Das läuft weiter. Und ich muss natürlich ein bisschen gucken, dass das Async dann wieder startet. Und ich habe ein Skript auf dem Server, das guckt mit dem Ping nach, ist der Client überhaupt da? Alle 15 Minuten kann man machen. Und wenn der da ist, läuft ein Backup. Und wenn er weg ist, wird es abgebrochen. Und dann wartet er 3-4 Stunden, irgendwann ist er wieder da. Muss man einfach sehen, welche Lastverhältnisse man hat. Okay. Letzte Station sagt ich, das ist Lux. Und Lux ist hier bei der Lux-Autobund sehr schön beschrieben. Da ist eine komplette Anleitung drin, wie ich Lux benutze. Es gibt es auch woanders in verschiedenen Wikis, aber wir haben einfach das mal zusammengefasst. Und das Ziel ist, Lux der Platten kann ich irgendjemandem geben, um die aus Brandschutzgründen aufzubewahren. Wir haben einfach einen Austausch, man spart den Tresor, bei Diebstahl ist nur der Neuwert der HD weg. Und das ist bei den externen Platten heute nicht mehr viel. Wenn ich ein teures RAID-System habe, schaut es wieder anders aus. Also mein Plädoyer geht in Richtung dieser extrem preiswerten Platten. Die gehen eine Zeit lang und irgendwann sind sie kaputt und dann tue ich sie weg. Okay. Weiter. Alles zusammen. Ich habe Async, um das abzuholen. Dann Async-R ist der Schlüssel und Lux als letzte Stelle. So schaut das dann aus. SSH-R kommt der Client zu mir ständig. Ich gehe mit Async zurück und ich habe bei mir in meinem Router ein Port-Forwarding drin. Klar, der Client muss ja zu mir rein. Ich habe sogar eine feste externe IP. Manchmal kriegt man die, manchmal nicht, aber der Client muss irgendwie hier rein, das kann man über dünn DNS lösen. Das heißt, ich muss das machen. Der Client braucht das nicht mehr zu tun. Wo diese Dinger weltweit stehen, ist mir egal. Die melden sich bei mir an und es geht. Und das ist meine Lux-Platte. Okay. Jetzt geht's. Das ist ein Bild zu viel drin. Okay. Jetzt kommt ein Snapshot. Die History fehlt bisher. Ich sage immer, Snapshot ist Async der Oberklasse. Es hat hier eine History drin, es läuft über Boden, es ist sehr flexibel. Und ich habe drei Dinge, die ich aufeinander abstimmen muss. Man kann unendlich lange Doku lesen und weiß nach drei Tagen immer noch nicht richtig, wie es funktioniert. Es gibt einen Snapshot-Conf-File. Da gibt es einen Wert Retain. Der taucht in den Logfiles auf und da stehen die Backup-Zeiten drin. Jede Stunde, jeden Tag, jeden Monat und so weiter. Das muss mit dem Cronjob übereinstimmen, den ich dann aufbaue. Diese Retain-Values, im Hardy, Daily, Weekly, wobei das willkürlich gewählte Begriffe sind. Die müssen aber genauso heißen, wie sie dann im Cronjob auftauchen. Ich kann auch was anderes nehmen. Das heißt, die Cron und dieser Datei erstmal müssen abgestimmt sein. Und damit kann man testen, ob die Syntax da drin stimmt. Und so schaut das dann aus. Das sind zum Beispiel für Retain-Values und diese Dateien legt dann der Snapshot automatisch an. Nach einiger Zeit, das dauert natürlich, ich muss notfalls ein paar Monate warten, bis der letzte File eigentlich da ist. Snapshot ist das. Snapshot macht zwischendrin Hardlinks. Das heißt, die Datei, wenn die sich nicht ändert, ist in jedem Backup formal drin, aber existiert nur einmal auf der Platte. Das ist das Schöne an Snapshot. Es ist sehr elegant. Und diese Retain-Values kann ich beliebig nennen, ich kann die zum Beispiel so nennen, dann bekomme ich diese Dateien. Also das ist meine Entscheidung, was ich mache. Snapshot macht dir nur einen Vorschlag. Ich kann das täglich, stündlich oder sowas nennen, ist egal. Und das sind die Cronjobs, die ich brauche. Das ist auch wieder ein Vorschlag. Ich muss natürlich da drin das reinschreiben und hier tauchen die gleichen Begriffe auf. Ich rufe Snapshot auf mit den Dingen und hier steht nicht Snapshot drin, sondern ich habe ein Skript gemacht. Das ist ein Link auf das Skript und das Skript wird mit unterschiedlichen Parametern aufgerufen und ruft wieder Snapshot auf. Und der Hintergrund ist einfach, ich mache ein bisschen mehr Prüfungen rein und das Ganze steht dann, ja, so sieht das Ganze dann mit SSH aus. Klar, es wird automatisch erkannt, dass es SSH ist. Hier ist ein Port angegeben. Also man kann sehr viel tun damit. Alles zusammen. Jetzt muss ich gucken, irgendwo war hier was. Da ist es. Die Skripte, die ich habe und auch die Demo, die ich nachher noch zeige, liegt hier.
Nach dem Quarz, ja, nach Quarz werde ich ein bisschen das noch verbessern. Im Moment liegen nur die Rohskripte da, wenig kommentiert, aber das wächst jetzt mit der Zeit. Das wird auch bei der Look- oder Bundesseite mit R-Sync und diesem Vortrag geben, wo die dann wieder darauf verlinkt. Dann halt. Alles zusammen. Das heißt, mit R-Sync hole ich meine Daten ab. Mit SSH-R melden die sich direkt mal bei mir an. Das Snapchat ist die Historie. Nun ist das Problem, der Snapshot läuft ständig. Das heißt, damit die Historie nicht durcheinander kommt, braucht der Snapshot immer Daten. Wenn ich das mit meinem Client mache, der ab und zu mal verschwunden ist, ist das nicht so nett. Das heißt, ich brauche einen Zwischenbereich, den ich mit Async fülle, und der Snapshot kopiert mir den Zwischenbereich in die Historie. Das heißt, ich habe eine doppelte Datenhaltung, aber dafür stimmt meine Historie. Und diese 20, 30 GB heute, das ist bei den heutigen Platten auch kein Thema mehr. Wie gesagt, es geht nicht um große Firmen. Ich habe das anderen Leuten erzählt, 20, 30 GB, und die sagen, ja, wir haben 100 Terabyte Server. Dann sage ich, okay, dann fragt bitte die IT, die sollen das lösen, nicht ich. Das ist nicht mein Problem. Und wieder Loops als Ende und immer die Platten doppelt halten. Und ab und zu mal mit dem Diff vergleichen. Die Demo macht das. Die Skripte, da ist der Grundjob dabei. Dann ich habe ein Skript, das macht alle 15 Minuten in Polling. Ist der Client überhaupt da? Bei Erfolg wird Async gemacht und wenn das nicht geht, wartet er einfach. Das kann man einstellen. Ich habe dann drin etwas mehr Logging, eine Erfolgskontrolle und mache automatisch diese Kopie auf die zweite HD. Das heißt, wenn das ganze System fertig ist, läuft das komplett automatisch durch. Und das wochenlang ohne jede Wartung. Das nächste, was noch passieren kann bei preiswerten Platten, sind Bitfehler. Und die sind nicht mehr ohne. Wir haben heute eine Bitfehlerrate von kleiner als 10 hoch 14 bei modernen Platten. Oder 10 hoch minus 14 müsste das genau heißen. Das heißt, die Bitfehlerrate liegt in der Größenordnung der Platte. Das heißt, es kann doch sein, dass da was passiert. Das heißt, ich brauche diesen zweiten Schritt mit der Kopie auf die zweite HD und sollte die gelegentlich mal mit Diff prüfen, stimmt die überhaupt? Das läuft dann ein bisschen lange, aber das kann man sich einmal im Monat leisten. Und wenn eben eine Platte dann tatsächlich kaputt ist, muss ich entscheiden, welche ist das nun. Das heißt, besser ist eigentlich drei Backups zu haben und da kann man beliebig steigern. Okay, irgendwie muss ich rauskriegen, welche Platte ist kaputt und eine neue kaufen. Und das ist dann auch große Platten. Also das ist eine Datenrate, eine Fehlerrate, die ist von Western Digital für die Red-Platten angegeben. Industrielle Platten sehen nur wenig besser aus. Das ist immer dann ein 10er Potenzunterschied, aber bei den Plattengrößen wird das irgendwann erreicht. So schaut das dann aus. Ich habe mit SSH-R, das sieht eigentlich ganz genauso aus wie früher. Es kommt diese Area dazu. R-Sync läuft hier rein und das wird dann als Snapshot abgeholt und das war's. Das ist das, wo ich hin will. Ich mache noch eine Demonstration. Ein paar Minuten Zeit habe ich. Und ich gehe nach Hause, nach Görlitz. Gehe von Görlitz aus auf einen Rechner in Kroatien, lege dort eine Datei an und gucke nach, ist sie dann im Backup in Görlitz drin. Das mache ich hier live, hier vom Hörsaal aus. Und ich kann dann natürlich die Snapshot-Konfiguration zeigen und diese Demo, in der ich geredet habe, kann ich hier auch laufen lassen. Ich zeige das dann kurz und da sieht man, wie das durchfahrt. Das ist wie ein Uhrwerk, das sieht also sehr nett aus. Und da will ich hin. Ich habe zu Hause meine Rechner mit KVM, mit irgendwelchen sicheren Sachen drin, meinen Minisurfer und virtuelle Maschinen und alle stehen. Von außen, die Clients melden sich mit Async oder SSH bei mir an, da und da. Und da kann ich weltweit Leuten helfen, unabhängig von der Landessprache, unabhängig, wo sie gerade sind. Das ist jetzt das Ende des Vortrags. Es kommen noch die Demos. Das sind jetzt etwa 5 bis 10 Minuten Zeit. Das reicht aus. Die Take-Home-Messages. Ein gutes Backup mit Linux-Bordmitteln ist nicht schwer. Man muss es nur tun. Und ich habe auf verschiedenen Linux-Tagen auch Admins gefragt, macht ihr ein Backup? Ja, gut. Also Backup ist ein generelles Problem. Die räumliche Trennung und Sicherheit ist mit Async, Snapshot und Lux erreichbar. Mit SSH-R kann ich jeden konfigurierten Rechner remote erreichen. Dann Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Noch einen schönen Linux-Tag. Grüße aus Ottobrunn und von Görlitz. Und jetzt kommen die Demos. Okay. So. Ich bin jetzt hier im Hörsaal. Ich gehe jetzt. Steuerungsvoll, das Reinziehen ist recht. Wo? Das
Ach, das hier, ja, das kann man, dass man das ein bisschen besser sieht. So, geht das? Okay, das ist natürlich wieder ein Skript. Jetzt bin ich in Görlitz, das müsst ihr mir jetzt glauben. Und ich habe für jeden PC, den ich betreue, habe ich einen Account. Der ist von anderen Leuten auf dem Rechner nicht erreichbar. Da komme ich auch nicht mit dem Passwort hin. Also das ist ein bisschen SSH-mäßig abgeschottet, dass da kein anderer mir Unfall macht. Da sind ja 20, 30 Leute drauf, die sich gegenseitig nicht sehen dürfen. Jetzt gehe ich nach Kroatien. Hat auch geklappt. Und hier sieht man sehr schön den Namen der Directories. Ich bin jetzt wirklich in Kroatien. Auf dem PC im Wohnzimmer von Melania. Das sind natürlich meine Daten, nicht die von Melania. Jetzt mache ich mit Touch eine Datei, die ein bisschen auffällt. So. Okay. Ich gehe wieder zurück hier nach Görlitz. Und hier habe ich eine Datei, die heißt log.txt. Da steht das von vorhin drin, da habe ich rumgespielt. Hier steht das, diese Datei, die ich eben angelegt habe, noch nicht drin. Ich starte jetzt das Rsync. Aus Demo-Gründen konnte ich es nicht ständig laufen lassen. Okay. Das macht das Backup von jetzt. Jetzt ist das gelaufen. Von meinem Account im Wohnzimmer von Melania. Die Daten sind bei mir in Görlitz und jetzt wartet er ein bisschen. Das heißt, zwischendurch kann der Rechner gebootet werden oder sonst was, ist mir egal. Auch wenn er Rsync mit einem Fehler abbricht, weil irgendwas passiert ist, landet er hier bei diesen 3 Stunden, er wartet bis, bis das nächste Mal ein Ping kommt und das Ganze geht. Ich breche das jetzt ab. Ich zeige meinen Log-File und habe diese Datei, die ich eben angelegt habe, in meinem Backup. Von Kroatien aus jetzt nach Görlitz und es klappt hervorragend. Und dann kann man noch mit Rsync ein bisschen die Bandbreite begrenzen, sodass der Benutzer des PCs im Wohnzimmer gar nicht merkt, dass ich im Hintergrund ein Backup laufen habe. Bei DSL kann das erste Backup manchmal Wochen dauern, aber dass das Ganze bootfähig ist, interruptable ist und alles Mögliche, ist mir das eigentlich egal. Irgendwann sind alle Daten da. Okay, ich gehe jetzt hier wieder raus. Jetzt noch eine kleine Demo. Diese Sachen, die hier stehen, stehen alle bei GitHub. Dieses, Moment. Das Skript all.sh macht die ganze Arbeit, das ruft der Snapshot auf mit den entsprechenden Schaltern und ich habe hier Links draufgelegt, damit ich Parameter übergeben kann. Das heißt, ich starte das jetzt ab und da sieht man jetzt, dass das läuft. Man sieht zwischendurch die Stellen, wo er gerade ist. Er macht auch noch eine Kopie auf die zweite Platte und das sieht man jetzt hier sehr schön wachsen. Ich habe hier die Demo, da Demo-Testdaten und jetzt sieht man hier wachsen, dass das immer mehr dazu kommt. Da. Ich habe Pauli nur zweimal genommen, also manchmal ist es nur einmal, wenn es gerade nach Wiki umbenannt wurde. Jetzt ist das nächste da und so weiter. Und das liegt bei GitHub und das kann man mal ein bisschen ausprobieren und da weiß man, wie Rsync funktioniert. Ich bin tatsächlich gleich fertig. Und dann gibt es hier noch eine Kopie der Daten, die auch wieder geprüft sind. Also jedes Mal, wenn der einen Snapshot gemacht hat, jeden Tag einmal wird das kopiert und damit habe ich praktisch 2 identische Folder, das kann man auf verschiedene Platten legen und ich bin auf der sicheren Seite. Nochmal ganz herzlichen Dank und die letzte Warnung ist, kam nicht mehr Ende. Gut, schönen Dank, wer Fragen hat, ich bin noch ein bisschen hier.